Tobi, was verbirgt sich eigentlich in der sogenannten Restricted Area im Jurassic World? Die Frage habe ich jetzt öfter bekommen, auch öfter von derselben Person. Alles gut, vielen Dank für deine Frage auf jeden Fall. Ich freue mich immer drauf, wenn ihr mir Themenanreize gibt, die ich dann versuchen kann zu lösen. In diesem Fall ist mir das gelungen. Es gibt eine ganz klare Antwort, wofür diese Restricted Area, also quasi ein abgesperrtes Gebiet auf der Isla Nublar, hinter dem Jurassic World Park eben, wozu diese Area da war. In diesem Sinne würde ich sagen, wir fangen an. Viel Spaß mit dem Video. Es ranken sich zahlreiche Mythen über diese Restricted Area. Ich muss ganz ehrlich sagen, an mir ist das so ein bisschen vorbeigegangen, dass das so ein Thema ist. Aber echt, weil ich habe das am Anfang gar nicht gesehen. Tatsächlich wird diese Karte aber auch in Jurassic World im Hintergrund gezeigt, als Claire in diesem Kontrollraum steht. Und diese Area hätte mir eigentlich auffallen sollen als Jurassic-Fan. Und ich habe das einfach nicht gemerkt. Und deswegen nochmal vielen Dank für euren Hinweis darauf. Tobi, da ist eine Area eingezeichnet, die ist irgendwie abgesperrt, was ist das? Und ich habe nachrecherchiert. Gehen wir erstmal auf so ein paar Fantheorien von euch ein. Da hinten wird der Schwarze Indominus Rex festgehalten. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Der zweite Indominus Rex, ob der schwarz war oder nicht, weiß man glaube ich gar nicht. Ich glaube, ihr geht davon aus, weil die beiden Indoraptoren schwarz und weiß hätten sein sollen ursprünglich. Auf jeden Fall, das Geschwisterchen vom Indominus Rex wurde eben vom Indominus Rex aus Jurassic World gefressen. Das stimmt so wirklich, das ist offiziell Kanon. Da wird nichts irgendwie heimlich versteckt im Hintergrund. Eine zweite Fantheorie behauptet zum Beispiel auch, dass die Überreste des alten Jurassic Park in dieser sogenannten Restricted Area zu finden sind. Und das ist auch nicht richtig. Wenn wir uns nämlich mal die Karte anschauen und ungefähr den Weg verfolgen, den hier auch Zack und sein Bruder in Jurassic World nehmen, als sie eben von dem alten Jurassic Park Gebäude zurück in den Jurassic World Park fahren, da sehen wir dann nämlich ganz genau, dass der Jurassic Park quasi auf derselben Höhe ist, wie eben auch Jurassic World selber. Das Ganze kann man noch ein bisschen leichter verdeutlichen, indem wir einfach die Karte von Isla Nublar nehmen, eben einmal zu Zeiten, als der Jurassic Park dort aufgebaut war und eben dann jetzt nochmal zu Zeiten von Jurassic World. Und da merken wir eben dann sehr schnell, nee, der Jurassic Park oder die Überreste des Besucherzentrums des Jurassic Park befinden sich nicht in der Restricted Area. Und die dritte und damit letzte Fantheorie, die ich hier ansprechen möchte, ist die, dass die Restricted Area eigentlich dazu gedacht war, um den Jurassic World Park noch zu erweitern. Also hier sollten neue Baumaßnahmen entstehen, die dann eben den Jurassic World Park vergrößern. Hier muss ich sagen, die Theorie finde ich gar nicht so verkehrt und irgendwo ist die gar nicht so extrem falsch, aber das ist offiziell auch eben nicht richtig. Die Antwort ist so viel simpler. Bei dieser Fantheorie würde ich sogar sagen, ja, kann man irgendwie als nette Theorie da stehen lassen. Würde auch Sinn ergeben, dass man quasi einen bestimmten Bereich irgendwie absperrt, dass der eben noch nicht besucht werden kann, wenn dann da eben neue Gebäude gebaut werden und quasi, dass das Ganze eben noch nicht zu früh enthüllt wird. Trotz allem ist diese Fantheorie auch nicht richtig, obwohl sie schon einen richtigen Ansatz hat. Die Antwort ist allerdings sehr viel einfacher als das. Die Restricted Area in Jurassic World, also im Jurassic World Park, die wir eben auf der Karte der Isla Nublar sehen, beinhaltet tatsächlich einfach all das, was die Parkbesucher nicht oder eben noch nicht sehen sollen. So ist zum Beispiel das Trainingszentrum, also dieses Gebäude, in dem die Velociraptoren von Owen trainiert werden, ist in dieser Restricted Area. Warum? Weil das eben kein Publikumsmagnet sein soll und eben hier quasi Experimente an diesen Dinosauriern vollzogen werden, die Parkbesucher im Grunde nicht wirklich was angehen. Auch der Indominus Rex befindet sich in dieser Restricted Area. Und hier ein ganz kurzer Fun Fact, ich habe mich ja darüber aufgeregt, dass man den Indominus Rex irgendwie außerhalb des Parks beherbergt, damit das eben alles auch sicher ist, sollte er ausbrechen. Und dass man dann da aber auch nirgendwo irgendwelche Kameras aufgestellt hat. Tatsächlich kann man dem relativ frisch erschienenen Jurassic World Compendium entnehmen, nee, der Indominus Rex ist überhaupt nicht so weit weg vom Park beherbergt worden, um aufs Nummer sicher zu gehen, sollte er ausbrechen. Das Tier wurde so weit weg vom Park aufgezogen, weil der Überraschungseffekt eben gegeben sein sollte. Das heißt, die Besucher sollten die neue Hauptattraktion einfach noch nicht sehen. Das heißt, auch hier wieder Super Jurassic World, der Grundgedanke dafür war also nicht Sicherheit, sondern Geld und Faszination. Und ach, je öfter ich über den Jurassic World Park rede, umso mehr fällt mir einfach auf, dass dieser Park wirklich, wirklich dämlich ist.
Aber ich will das Thema nicht schon wieder anfangen, bevor sich wieder Leute auf den Schlips getreten fühlen. Ja, das ist auf jeden Fall die Antwort. Übrigens sind auch die Ankylosaurier, die wir in Jurassic World sehen, also quasi die Dinosaurier, die Zack und sein Bruder, ich vergesse seinen Namen, als wieder, ihr wisst, wen ich meine, die beiden Kids auf jeden Fall, sehen später Ankylosaurier, als sie eben dann abseits vom Wege fahren mit dieser Gyrosphäre. Und auch diese Ankylosaurier befinden sich offiziell in der Restricted Area, weil die eben noch nicht für das Publikum sichtbar gemacht werden sollen. Und damit haben wir jetzt also die Antwort. Die Restricted Area ist für all das da, was die Zuschauer nicht oder eben noch nicht sehen sollen, wie zum Beispiel Forschungen außerhalb des Parks, wie eben Owen mit den Velociraptoren vollzieht. Oder eben Attraktionen, die erst in einer bestimmten Zeit später für die Zuschauer zugänglich sein soll. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich für dich und ich konnte dir wieder mal eine neue Frage zum Thema Jurassic Park oder Jurassic World beantworten. Wenn dir jetzt noch ein paar Ungereimtheiten einfallen bezüglich der Jurassic Park Trilogie oder auch der Jurassic World Trilogie, wo du dir denkst, Tobi, beantworte mir doch diese Frage einfach mal, dann schreib mir das gerne in die Kommentare unten rein und ich werde sehen, ob ich da eine Antwort finden kann. In diesem Sinne bin ich raus mit heute für ein Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.